Moin moin ihr Lieben, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und heute gibt's was Besonderes für euch oder auch für mich, weil eigentlich habe ich sowas noch nie gemacht und ich weiß auch gar nicht, wie leicht mir das fällt, denn ich mache eine Roomtour. Viele Leute fragen mich eigentlich, Krogi, wie ist das jetzt eigentlich mit deiner Räumlichkeit, was hast du für Technik, wie funktioniert das alles, wie machst du deine Drumstreams? Wie machst du deine Technik-Streams und so weiter und so fort? Und wie kann es sein, dass du mitten in der Nacht überhaupt Schlagzeug spielen kannst und so weiter? Und wie läuft das? Und ich probiere es jetzt mal mit einem kleinen Rundgang. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Ich habe ja auch ganz viel Support bekommen von Zuschauern und von Zuschauerinnen natürlich und auch von Firmen. Und ich möchte auch einfach Danke sagen in diesem Video und einfach mal den Firmen, die mich unterstützt haben, ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, um einfach mal zu zeigen, ey, guck mal, so sieht's aus, so geht's ab und ja, so läuft das jetzt. Erstmal gibt's aber den Ausblick, denn ich bin hier bei Eid im Lager und das ist auch jetzt das erste Mal oder der erste Shoutout in diesem Video. Danke Eid, dass ich bei euch sein darf. Und der Blick hier ist einfach herrlich. Hier gucken wir nämlich gerade bei bestem Wetter ins Hamburger, in die Homburger Umwelt. Und da hinten, nur zur Verortung, da ist das Mundsburg Center. Neben dem Kran, die beiden Türme jetzt in der Mitte zu sehen, das ist das Mundsburg Center und es ist sehr, sehr schön. Ihr seht schon, das Wetter ist wundervoll und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Und wir starten natürlich mit der Kabine. Und zwar ist es eine Studio Bricks Kabine, in der, oder mit der habe ich lange gehadert, will ich das haben oder nicht, mache ich das oder nicht. Maße sind ungefähr 4,70 Meter mal 2 Meter. Auch 70 oder 60, ich weiß nicht, also irgendwie sowas um den Dreh. Und man kann jetzt mal von außen hier reingucken. Ich bin hier gerade in den Gängen von Eid, also das Lager von Eid. Und da habe ich diese Kabine reinzimmern dürfen. Ein Fenster von außen. Nur hört die Lüftungsanlage. Und innen drin kann ich halt meinen Kram machen. Drumset ist da hinten. Und ja, wir gehen mal rein. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an, wie das ausschaut und dann gibt es halt ein paar Informationen. So, hier geht's weiter und hier seht ihr dann auch schon die komplette Tiefe von der Kabine. Hier übrigens ist der Kabeleinlass, weil die Kabine ja wirklich luftdicht abgeschlossen ist. Hier unten ist der Belüftungsschacht, davon habe ich 3 Stück. Akustische Tür und ja, hier ist nochmal das Studio Bricks Logo. Da könnt ihr mal sehen, was das Ganze so kann. Die Kabine ist super kostspielig, zumindest für meinen Geldbeutel, weil sie eben so massiv sein muss. Ne, die ist halt richtig schwer, doppelwandig, ich glaube sogar 3 akustische Wände hat sie und ist auch eben vom Boden entkoppelt. Die ist das Ganze, der ganze Raum ist quasi schwingend gelagert auf so kleinen Böckchen und die ganze Kabine lag um den Dreh bei 20k und das ist auf jeden Fall super krass. Und jetzt gehen wir mal rein und ich nehme euch mal mit. Wie gesagt, für mich ist das nicht so easy, hier das im Zusammenhang komplett zu erklären, aber ich probiere es mal. Wenn ich jetzt den Griff nach oben ziehe, dann ist die Tür angepresst an den Rahmen, angezogen und dann habe ich wirklich die Möglichkeit mit einer guten Isolierung, was die Akustik anbelangt und die Luftabschottung anbelangt, hier zu arbeiten. Das brauche ich natürlich, weil ich möchte ja Schlagzeug spielen. Mir geht es nicht darum, dass ich hier einfach telefonieren will oder einfach Sprachaufnahmen machen will. Dafür gibt es halt auch Kabinen, aber mir geht es darum, dass ich halt extrem hohe Schallwellen erzeuge, Schalldruck erzeuge beim Drumming und das muss natürlich einigermaßen gut isoliert sein und dafür ist eben so eine Studio Bricks Box cool. So, das ist das Erste. Und jetzt gucken wir uns mal hier um. Ihr seht schon, alles ist bunt. Viele Leute haben ja auch schon meinen Stream gesehen. Wahrscheinlich die meisten, die jetzt gerade dieses Video anschmeißen, haben den Stream gesehen. Ich bleibe, glaube ich, erstmal noch bei der Kabine, denn es ist eine Besonderheit. Ihr seht schon, überall gibt es diese grauen Materialien und das sind Absorber. Das sind akustische Absorber, die sind recycelt, die sind aus PET-Flaschen und alten Jeans und daraus kann man diese wunderbaren Absorber herstellen und oben habe ich auch noch akustisches Material, aber anderes und das klingt ganz hervorragend. So, wie geht's weiter? Ich würde sagen, wir fangen mit den Basics an. Kabine haben wir, Rechner,
Kameratechnik, Mikrofone, ja, vielleicht sowas. Vielleicht erstmal in der Richtung, in der Reihenfolge. Die Computer kommen von MSI. Ich habe einen Streaming-PC und einen Zock-PC. Da ist eine 3070 drin zum Zocken. Und das sind die Infinity X oder Infinite X Rechner von MSI. Super cool, super performant. Freut mich total, was damit zu machen. Hier läuft gerade OBS. Hebe ich gerade meine Streaming-Oberfläche auf von Twitch, wo ich was mache. Und im Hintergrund läuft gerade ein bisschen Cyberpunk. Einfach um zu flexen. Ja, funktioniert einwandfrei. Hier auch die Tastatur und die Mäuse. Hier ein MSI Stuhl auch noch. Also da habe ich auf jeden Fall super Support bekommen. Ist auf jeden Fall richtig nice. Und da hinten steht sogar noch ein MSI Laptop, wo ich dann beim Zocken auch noch auf den Chat eingehen kann. Ist auf jeden Fall richtig cool. So, damit ist natürlich noch nicht alles da, was ich brauche, um zu streamen. Denn ich brauche natürlich auch noch Kameratechnik. Und da habe ich hier eine, die habe ich auch gerade in der Hand. Ich habe mir noch eine weitere geliehen. Das ist eine Lumix GH5 Mark II. Jetzt kann ich hier mal kurz das Bild ändern. Und dann seht ihr sie auch schon. Das ist sie, die wunderbare Lumix GH5 Mark II von Panasonic. Ist super zum Livestream, auch ohne Computer, für coole Qualität. Und damit sieht das Ganze hier sehr schön aus. Übrigens, ihr seht es gerade, ich habe noch auf dem Objektiv, gerade hier bei in OBS, ein Streak-Filter drauf. Den habe ich bei Daniel Budimann gesehen, bei Budi. Und den finde ich richtig nice. Sind so blaue Linien drin, kann man glaube ich hier schlecht sehen. Aber der macht halt so geile Lichteffekte. Richtig schön. Also, danke auch an Panasonic für die Kameratechnik. Und ja, was brauchen wir noch? Ach so, wie kommen wir in den Computer rein? Dafür habe ich eine Elgato-Karte am Start. Elgato Capture Card, die ist hier drin verbaut. Ebenso auch das Stream Deck. Von Elgato kommen auch die Lichter hier in den Ecken. Die sind sehr, sehr schön. Und die neueste Liebelei zeige ich euch direkt. Und deswegen springe ich einmal kurz auf. Weil es einfach so obernice ist, das Stream Deck Pedal. Ich habe hier also ein Fußpedal, mit dem ich die Szenen, ich zoome mal ran, damit ihr es überhaupt sehen könnt, dorthin switchen kann. Also ich drücke jetzt hier mal drauf und die Szene hat sich geändert. Hier ist nämlich noch eine GoPro unter der Standhom, um eben auch so eine Pedalcam zu haben. Dort ist sie. Ich drücke jetzt hier nochmal drauf. Moment, da kann man es sehen. Weiter rechts, dann bin ich wieder im Ingame, was ich fürs Drumming natürlich nicht brauche. Da habe ich dort eine andere Kamera drauf, in dem ich genau die GH5 hier, und ja, hier ist wieder die Einstellung. Das ist halt auch richtig nice. Super cool. Also Elgato macht da auch viel möglich. Bin ich auch mega dankbar, dass ich hier mit den Leuten was machen kann. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und hier seht ihr es nochmal. Es ist doch herrlich, oder? Es ist doch einfach eine Herrlichkeit. Wie machen wir weiter? PlayStation steht hier zum Daddeln. Und dann gucke ich hier mal weiter. Meine Nebelmaschine natürlich und die beiden Laser. Wenn man bei mir im Stream rein followt, dann aktivieren sich die Laser. Dafür habe ich eine Software bekommen von ChronoJohn, hat er eigens geschrieben. Kann ich euch auch mal den Link geben, wenn ihr wollt. Könnt ihr euch auch runterladen. Braucht einfach ein DMX-Kabel, also ist ein DMX-USB-Kabel, einfach mit dem PC verbinden. Und das andere Ende in die Nebelmaschine und von dort aus weiter DMX halt. Und dann einfach miteinander verbinden. Und dann wird halt bei mir bei einem Follow, wie gesagt, der Laser aktiviert. Und bei einem Sub oder bei einer Donation, da geht hier die Nebelmaschine los. Das ist obergeil. Das macht einfach nur richtig Bock. So, was habe ich hier noch an den Wänden? Das kann ich auch mal zeigen. Ich habe hier ein Zertifikat, dass ich ein Skateboard, dass ich einer der glücklichen Menschen bin, die ein sehr limitiertes Skateboard haben, nämlich eines von 110, ich habe Nummer 34 und das ist dieses Metallica Skateboard hier, was halt super cool ist, darüber freue ich mich. Dann habe ich hier noch ein Bild von Tony Hawk und Steve-O samt Unterschrift, also das Original. Und hier ganz neu Skateboard von Johnny Knoxville und Steve-O, weil ich da Fan bin, finde es einfach cool. Und hier so ein bisschen Stuff, das ist noch ein Originalkissen vom Gothic 2 Let's Play mit Micha Reinke, ist total schön. Hier noch ein alter Stein vom alten Gebäude, also von der alten Räumlichkeit.
Und hier meine Urkunde, dass ich Grund besitze in Schottland. Und dementsprechend bin ich offiziell jetzt Lord. Das hat mir Christopher mal geschenkt. Sehr, sehr nice. Und hier ein paar nice Einsendungen. Darüber freue ich mich. Dann geht's weiter. Ich würde sagen, lass uns über das Schlagzeug reden. Das ist ein DW-Acryl-Set. Das hatte ich auch schon im alten Studio. Das konnte ich bergen und flott machen und steht jetzt hier wieder. Und daran sind 1000-mal, danke, schöne Shure-Mikrofone. Hier Beta 56A beispielsweise oder hier ein Beta 57A für die Snare. Da habe ich auch Mikrofone in der Bassdrum und natürlich auch noch an der Standtorm. Und habe auch noch hier Overhead-Mics. Also mit Shure habe ich auf jeden Fall einen super Partner gefunden, die mich hier richtig cool unterstützen. Da habe ich auch noch ein extra Video gemacht, wo es darum geht, wie man Schlagzeug richtig mikrofoniert. Und ich nutze natürlich auch Shure Kopfhörer. Yay! Da kann ich euch auch nochmal sagen, im Webshop von Shure kriegt ihr mit einem Code, nämlich Code KROGI, 20% Rabatt, was ich auch obergeil finde. Und ich glaube, es haben auch schon einige genutzt. Hier auch nochmal dann der Shoutout. Und wie gesagt, 1000-mal danke an die ganzen Firmen, die mich hier unterstützen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dementsprechend habe ich auch ganz guten Drum-Sound mittlerweile. Und ja, genau, das Streaming-Mic kennt ihr alle, beziehungsweise ist ja eigentlich eher ein Gesangsmikrofon, Vocal-Mic, SM7B, was aber viele Streams nutzen. Yo, das habe ich hier auch am Start. Was fällt mir noch ein? Worum geht es jetzt weiter? Jetzt, der Chat will jetzt sagen, wie es weitergeht, aber ich gehe einfach mal hinter Schlagzeug und zeige euch, wie ich hier mit den Lampen weitergemacht habe. Beziehungsweise, nee, wir bleiben noch kurz beim Schlagzeug. Die Becken hier, die gehören ja auch dazu. Die Becken kommen von Thomann, nämlich von der Marke Sultan oder Sultan Cymbals. Und die haben sie mir auch dankenderweise zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich bin jetzt quasi auch Sultan Testimonial und werde mit denen mehr machen in nächster Zeit. Das finde ich auch super cool. Und meinen Geschmack treffen sie auf jeden Fall auch. Also es ist alles kein... Und ich hoffe, ihr merkt das auch. Das ist alles kein Bullshit, was ich hier erzähle oder was ich hier nutze. Es ist keine große Werbeshow, sondern ich möchte einfach mal Danke sagen für den Support, den ich bekommen habe. Und ich bin von allen Sachen super angetan oder es sind Sachen, die ich eh schon benutzt habe und ich jetzt hier einfach dankenderweise nutzen kann. Ich hoffe, dass es kommt hier nicht so rüber, wie ich bin hier die große Flex-Show, sondern ich möchte einfach erklären, was ich hier mache und mich einfach von Herzen bedanken für den Support, weil das einfach überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und weil ich das einfach geil finde, dass so dieser Kanal und dieser Stream wachsen kann und ja, auch diese Twitch-Geschichte mit Rocket Bean zusammen wachsen kann. Das ist einfach total schön nach dem ganzen Abfuck im letzten Jahr und ich bin einfach sehr, sehr dankbar. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier um die Ecke und bleiben wir erstmal beim Drumset. Wie gesagt, das ist so meine Perspektive, wenn ich hier zocke. Ich habe hier ein Rack hingestellt mit einem Behringer X32 Rackmischpult. Das ermöglicht es mir, hier auch meinen Mix zu machen, während ich spiele. Ich habe ein In-Ear, auch von Shure. Das hängt da gerade hinter dem Steve-O Johnny Knoxville Skateboard. Das habe ich dann in den Ohren und kann dann hier meine Lautstärke einstellen, wie ich es haben möchte, wenn ich die Playbacks mache. Den Sound habe ich über diesen Fernseher abgegriffen. Die läuft dann einfach YouTube oder was auch immer. Und das geht dann hier ins Mischpult. Und hier gehen dann auch natürlich die Mikrofoneingänge rein oder die Mikrofone rein. Hier mache ich dann einen Mix. Und wie gesagt, mit dem Kopfhörer höre ich dann einfach ab, was ich hören möchte. Und die Outputs gehen dann zu meinem Computer, zum TC Helicon als In. Ist ein bisschen fummelig, ist eigentlich nicht so High-Quality-Kram, aber es klingt ganz gut. Gehe ich einfach hier auf der Rückseite wieder rein und mische das dann hier einfach in der Software von dem TC Helicon Go XLR. Und komme damit eigentlich ganz gut klar, muss ich sagen. Also ich finde, mittlerweile klingt das hier alles ganz amtlich und ist ganz schön. Für mein Main Mic, das ist hier jetzt ein Neumann, für mein Main Mic nutze ich einen echt guten Vorverstärker. Das ist ein SPL Frontliner, der klingt richtig schön. Und habe da noch einen Denoiser drin, weil ihr hört schon, es rauscht hier ein bisschen, weil ich halt verschiedenste Lüfter hier laufen habe, weil der Raum ja dicht ist, damit ich hier auch einen schönen Luftaustausch habe und damit es hier nicht so bullenheiß ist. Habe ich hier halt, halt noch einen Denoiser an. Jetzt habe ich den Lüfter auch noch angemacht. Und jetzt rauscht es hier wunderbar. Dort oben habe ich auch noch eine GoPro angebaut für eine Ansicht von oben, top-down-mäßig, ist auch ganz nice. Habe ich aber gerade nicht so oft am Start, nicht so oft an, muss ich sagen.
aber klingt auch ganz schön. Diese Antennen hier sind mit dem X32 verbunden, mit dem Mischpult hier, und damit kann ich halt mit dem iPad oder mit einem Laptop oder was auch immer quasi auf die Software des Mischpultes zugreifen und so noch Mixe verändern, was ganz angenehm ist. Hier natürlich ein Mario-Pilz, ist klar. Meine Skateboard-Decks hier hinten an der Wand. Und jetzt können wir eigentlich schon an... Jawohl, wir machen noch Stative, weil das halt auch nice ist. Von der Firma Geber Drums habe ich für das Drumset auch von DB schönes Hi-Hat-Stativ bekommen und auch eine Fußmaschine. Und konnte so auch da ein bisschen was kompensieren, was eben abhanden gekommen ist. Das ist total cool. Auch vielen Dank nochmal da an die Stelle, Geber Drums. Ja, und alle Mikrofonstative oder auch das Stativ hier vom Fernseher, das kommt alles von König und Meyer. Das ist eine Firma, die ja im Musikerbereich oder im Bühnenbereich schon immer bekannt ist. Auch Studio-Mikrofone, also Studio-Stative natürlich. Und die nutze ich hier auch. Und da haben sie mir auch was zur Verfügung gestellt, was total nice ist. Also König und Meyer, hier die ganzen kleinen Stative, kommen alle von, kann man sehen, ja, von K&M. Und das ist auf jeden Fall cool, auch danke in die Richtung. So, jetzt geht es schon um die Lampen, um die Lichttechnik. Ich habe da hinten, wie gesagt, die Elgato Lights, aber hier oben und auch hier an den Wänden von hinten habe ich diese schönen Astera Lichter, und zwar sind das Titan, das sind die großen, und das sind Helios, und das sind die Bulbs, und das sind quasi, ja, Leuchtstoffröhren, stimmt nicht, es sind Leuchtröhren, aber es ist natürlich LED-Technik, und das hier sind auch, diese Glühbirnen sind natürlich auch LED-Technik, und die steuere ich mit dem Pad hier und kann dort verschiedenste Lichteffekte einnehmen. Wenn wir jetzt mal hin auf den Streaming, aufs Streaming-Bild gucken, beziehungsweise drücke erstmal hier drauf, dann seht ihr, was ich meine. Jetzt mal auf Feuer und schon ändert sich die Lichtstimmung gänzlich. Also komplett anders sieht's aus. Und das ist halt total geil für mich, weil das gerade beim Stream oder auch für meine Drumming-Aktivitäten hier komplett andere Stimmung vermittelt. Das ist halt super cool. Jetzt gehe ich mal ein bisschen aus dem Bild, dann seht schon, es sieht komplett anders aus, hat ein ganz anderes Feeling, und das mag ich halt total. In Kombination kann ich auch die Lampen hier beim Drumset anmachen. Aber was ich euch auch zeigen möchte, ist, dass ich nicht nur die Farbe ändern kann, sondern ich kann auch Effekte abfeuern. Und das macht es halt irgendwann noch schöner. Die Effekte heißen sowas wie Polizei oder Polizei EU, ne, amerikanisch. Dann hast du halt diesen Wechsel. Und in dem Stream sieht halt richtig, richtig, richtig nice aus. Und mal gucken, ob ich die Kamera einfach umdrehen kann und man hier schon so ein bisschen was davon mitbekommt. Oder ich mache einfach mal den Paparazzi-Effekt, dann hat man so ein Blitzlichtgewitter. Und das sieht dann halt in Kombination mit Nebel im Stream richtig, richtig nice aus. Alleine schon auf dem Vorschaubild, was ich dort hinten habe. Und ich glaube, man sieht es halt immer nicht so richtig, weil die Kamera da nicht ganz hinkommt. Doch, es geht. Da sieht man schon, was das für Effekte sind. Das ist halt richtig nice. Ich mag auch den Leuchtstoffröhren-Effekt. Und dann hast du immer so ein... Jetzt gehen sie erst an. Man kann richtig das mit dem Sound vorstellen. Und dann hat man den Effekt, dass sie alle nacheinander in einer gewissen Reihenfolge blinken. Ja, und so weiter und so fort. Das sind Lampen von der Firma Astera und Kaiser Showtechnik vertreibt die in Deutschland. Und da habe ich auch einen guten Kurs bekommen, dass ich mir die hier auch reinstellen konnte. Und bin da sehr, sehr, sehr glücklich mit, sehr dankbar mit. Und macht auf jeden Fall viel Freude. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie es weitergeht. Wir haben Lumix, Panasonic mit der Kamera. Wir haben die MSI-Geschichte mit den Computern und mit den Bildschirmen natürlich auch. Und mit den Mäusen und der Hardware, also den Eingabegeräten. Ne? Dann haben wir Shure, selbstverständlich auch schon am Start. Sony hier, PlayStation und die Stative, Geber Drums mit den Drumstativen. König und Meyer haben wir, Studio Bricks. Bei Eid bin ich drin, ihr wisst mal Bescheid. Und letzten Endes ist es so, Elgato habe ich auch genannt, ne? Stream Deck, klar, Elgato, große, große Geschichte. Letzten Endes ist es so, dass ich quasi zwei Sets habe. Einmal das Drumming Set mit dem Bildschirm und mit dem, ja, meine akustische Kreativecke. Und hier habe ich dann meine Zockecke und meine
Produktionsstätte, um alles irgendwie zu schneiden und zu machen und zu tun. Und damit bin ich gerade sehr, sehr glücklich, tatsächlich. Sehr, sehr glücklich. Hier ist noch mein Dudelsack. Wenn man Hype Train kommt, dann muss das gemacht werden. Aber ja, ich würde euch, weiß ich nicht, das ist erstmal vielleicht das erste Video, dass es nicht so ewig lang geht. Habe ja schon eine ganze Menge was erzählt. Wenn ihr genaueste Abläufe haben wollt, wie ich Signale von A nach B schicke, oder wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie machst du denn das und das oder wie funktioniert denn das, dann schreibt es gerne hier in die Kommentare rein. Ansonsten hoffe ich, dass ihr erstmal einen Überblick bekommen habt, wie das bei mir so läuft und ausschaut. Und ja, wenn ihr das mal alles live sehen wollt, ich habe nur einen festen, regelmäßigen Termin. Das ist mittwochs um 19 Uhr circa, zwischen 19 und 20 Uhr. Da gehe ich dann immer live und mache meine Drum-Sessions mittwochs immer auf twitch.tv/krogmann. Und alle anderen Sachen sind mehr so von Woche zu Woche unterschiedlich, da müsst ihr dann mal gucken, aber lasst gerne ein Follow da bei Twitch und kommentiert gerne hier und lasst auch gerne ein Abo auf diesem Kanal da, falls ihr irgendwie durch Zufall hier gelandet seid. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass alles so passiert ist nach diesem ganzen Abfuck im letzten Jahr. Das war wirklich nicht selbstverständlich, dass es da weitergeht, und für mich ist das alles sehr, sehr schön. Es ist natürlich noch ein krasser Weg, auch wenn ich jetzt hier den Kram habe. Ohne den Support der Firmen hätte ich gar nicht weitermachen können, denn das Budget für diese Kabine hat schon längst alle Rahmen gesprengt, und da wird es auch noch ein bisschen dauern, bis das dann auch bei mir quasi, ja, gegen Null läuft und abbezahlt ist. Aber ich bin super happy, einfach nur froh, machen zu können, was ich machen möchte. Und ich hoffe, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt, ohne dass es so rüberkommt, das ist die Angebershow, weil die soll es eben nicht sein, sondern ich bin einfach nur dankbar und möchte auch was zurückgeben für die Firmen, die mich hier halt unterstützen. Und ja, ich werde nochmal zu den einzelnen Parts, zu den einzelnen Bereichen noch extra Videos machen, wird ja eh mehr Technikgeschichten geben. Hoffe aber, wie gesagt, dass es einen kurzen Einblick wert war, und verabschiede mich.